Jo, und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3 und ja, in der Wüste Verant schon zu Spielanfang. Wow, das ist very nice, ehrlich gesagt. Wir wollten uns ja eines kleinen Tricks aus der Trickkiste bedienen, nachdem wir diesen Typ dort unten kaputt gemacht haben. Vielleicht, oh, das sind mehrere und vielleicht doch nicht so. Aber die kann man schön outplayen, also. Die sind nicht so schwer. Zwei sind vielleicht schon schwerer. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht, vielleicht waren sie überhaupt nicht schwer. Aber ich möchte schauen, was dort unten ist. Vielleicht ist auch nichts unten. Da ist tatsächlich nichts außer Erfahrung. In Form von Sandlöcker. Gut, dann gehen wir jetzt zu diesem Wassermagier und schauen, was er noch zu erzählen hat. Wie geht die Geschichte weiter? Schließlich gelang es den Kriegern des alten Volkes Haranho zu töten. Doch die Nomaden stahlen seinen Leichnam und brachten ihn in ein Grab. Und du weißt, wo das Grab ist? Sie brachten ihn in ein steinernes Grab im grünen Tal. Eine Höhle? Ja. Sind dir schon die abgestorbenen Bäume aufgefallen? Du meinst, das sind die Reste vom grünen Tal? Genau. Dort finden wir sein Grab und mit ein bisschen Glück auch seinen Zauber. Lass uns zusammen das Grab suchen. Gut. Ich bin bereit. Aber du gehst vor. Ich bring dich weg. Gut. Gut, jetzt haben wir auch einen starken Wassermagier an unserer Seite, der uns das Leben ein wenig vereinfachen wird. Da können wir schön die Gegner anlocken. Ja. Ich frage mich, ob man den jetzt eigentlich auch ausnutzen kann, quasi. In der gesamten Wüste umherziehen. Lol. Feuer, Waran und Eis. Ich hab den nicht getroffen, es gibt's ja gar nicht. Oha, da drüben ist ein Gegner, der gefällt mir nicht. Speichern, aber das ist nice. Da können wir jetzt die gesamte Wüste mit dem in Begleitung clearen. Wow. Ich fürchte aber, dass der zu stark ist, oder? Hehehe. Wenn der mich einmal trifft, dann bin ich Katzenfutter. Junge, greif doch an! Gut, den Kollegen, den lassen wir mal außen vor. Der ist mir doch ein bisschen zu stark und scheinbar macht dem Eiszauber nichts. Ah, okay. Ich habe ihn, aber der hätte gut Erfahrung gebracht. Das ist ein bisschen schade. Ja, gut, okay.
Dann gehen wir halt dorthin, wo ich eigentlich hin wollte. Shit. Alter, was ist eigentlich mit dir? Bist du jetzt stecken geblieben? Alter. Junge, warum greifst du nicht an? Bist du verrückt? Es gehen mir natürlich die Dinge aus. Die Lebensmittelzeugs. Verdammt! Ess ich mal eine Karotte. Schwierig. Kannst du mich nicht heilen irgendwie? Nee, kannst du das nicht. Ich will nämlich schon ein bisschen mehr leben. Das, was ich derzeit habe, ist schon ein bisschen knapp. Das ist ein bisschen sehr knapp. Ausdauer? Nee. Wie viel sind hier noch? Hilfe! Lasst mich doch in Ruhe! Du hast es so gewollt. Alter. Mein Leben schwindet dahin. Ja, das ist definitiv einfach noch zu stark für uns hier, die ganze Flora und Fauna. Da ist noch einer. Ich muss noch einmal was konsumieren. Scavenger ein, was bringt eigentlich das? Bringt eigentlich wenig. Es bringt alles so wenig. Ich muss das Fleisch einmal braten. Sonst kriegt er noch irgendeine Fleischvergiftung, Lebensmittelvergiftung, wenn der das roh ist. Ich meine, viele Leute mögen das Fleisch englisch, wie man so schön sagt. Aber ich mag es lieber medium. Also ja, blutig, ein bisschen blutig muss schon sein. So. LOL.
Wo bist du jetzt, Alter? LOL. Hä? LOL. Bitte greif mich nicht an, sonst bin ich tot. Speichern. Dann können wir die eigentlich noch anlocken. So, das wäre erledigt. Wartet! Weil hier ist schön steil. Shit. So, das war's mit dir. Du bist eh. Speichern. Dann haben wir die auch erledigt. Und jetzt zu dem eigentlichen Ding, wo ich hin wollte. Nicht zu Haranho, sondern hier liegt etwas rum. Etwas ganz Praktisches. Ist nur die Frage, wo das hier rumliegt. Lol, das sind ja richtige, gar keine Sandcrawler. Ich hau mal ab. Bitte, bitte, bitte. Gut, wir haben ein recht praktisches Position gefunden. Also, wenn man schlecht ist in Gothic 3, dann kann man das Spiel auch so gewinnen. Ob das fair ist, sei einmal dahingestellt. Er gehört mir. Noch einmal speichern. Sehen wir uns das mal an. Also die Erfahrung ist auch ordentlich. Ich habe da etwas gehört. Natürlich hast du was gehört. Solche Höhen sind immer voller Monster, Untoter oder sowas. Ach was? Wirklich? Das ist nicht die erste Höhle, die ich betrete. Dann geh doch mal nachsehen. Ich gebe dir Rückendeckung. Alles klar. Einfach, wenn du bereit bist. Alles klar. Oh, da ist das. Da ist das Schwert. Ja, hier ist das Schwert. Hier ist das Schwert. Hier ist das Schwert. Bin ich. Ah. Das braucht Jagd. Ist gar nicht mal so gut. Kann das sein? Katana? Lol, das ist gar nicht so gut. Ich dachte. Ach so, nee. Ja gut, Jagdgeschick, das ist schon krass. Da haben wir falsch investiert, müssen wir nächstes Mal in Jagdgeschick investieren. Also 50, 60, 70, 80. Ja, okay. Ja,
Ich dachte, das wäre besser. Okay. Speichern. Ja, dann haben wir wenigstens die Erfahrung. Das ist auch schon ordentlich. Wie viele Punkte haben wir jetzt eigentlich? 40. Okay, 40, 140. Wie viel Jagdgeschick haben wir? 102. Wir hätten nicht alles in Dinge investieren sollen. Oh mein Gott, das sind Minecrawler Warrior. Auch noch. Wir müssen wieder mal auf unsere bewährte Position aus. Ausweichen. Ja, das könnte knapp werden. Der ist ein bisschen böser. Oh, 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 oh. Nee, was tue ich? So. Danke. Eigentlich wäre es besser gewesen. Hier erst Minecrawler-Zangen entnehmen. Ich speichere mal. Ich hoffe, dass der jetzt nicht stirbt, aber der müsste doch stark sein, oder? Ja! Nice, nice. Da ist ein Pfeil, den nehme ich natürlich mit und wir haben noch wieder einen Haufen Erfahrung erhalten. Nice. Erst einmal schön alles mitnehmen. Morgentau, Morgentau. Alles voller Morgentau. Und ein seltsamer Pilz. Hier steht nichts Neues. Okay. Witzig. Und Innos sprach zu dem ewigen Wanderer, leg deinen Stab beiseite. Und an seiner Stadt gab ihm Innos das Zepter. Und der ewige Wanderer wurde sein Diener. Altes Wissen, alles klar. Nice. Und Innos verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht, auf das er den Hirten Belias Einhalt gebiete. Und die Macht war Feuer, und er lenkte es nach seinem Willen. Schöne, nette Geschichten. Allerliebst. Das Grab ist sicher.
Dann können wir uns ja mal in Ruhe umsehen. Level up! 50. Ja, jetzt können wir eigentlich schon alles in Jagdgeschick pulvern. Wir haben ja 100 Jagdgeschick. 102 plus den... Es könnte sich ausgehen. 150 oder 100, 160. Ja. Ja, okay. Sonst ist hier nichts. Und? Hast du den Zauber gelernt? Ah, ich beginne die Zusammenhänge zu verstehen. Es wird reichen, um dir die notwendigen Komponenten beizubringen. Ich werde dich den alten Spruch lehren. Eisexplosion. Bring mir etwas über alte Magie bei. Nee, das will ich eigentlich nicht. Und dann sind wir hier auch fertig, würde ich sagen. Sonst haben wir eigentlich keine Quests mehr, keine allzu wichtigen mehr. Dann reisen wir zurück nach Kapdun, Beinhard. Dann haben wir uns schon einmal einen soliden Startvorteil verschafft. Die zwei Dinge wollte ich holen. Die Folge müsste auch in Kürze gleich um sein. Oder ist sie schon um? So 30 Minuten müssten eigentlich jetzt schon wieder um sein. So schnell kann es gehen. Speichern, ja. Dann machen wir hier gewohnt weiter. Und ich habe mich jetzt beinhart dazu entschieden, den Typen von dort oben zu den Assassinen zu bringen, damit wir die Erfahrung für die Assassinen, nicht die, ich meine die, sag schon, die Ruf bei den Assassinen. Wenn das Ruf bei den Assassinen gibt, dann ist das ziemlich wertvoll, meiner Meinung nach. Deswegen eigentlich, und weil der Weg kürzer ist. Was? Wie? Was willst du? Geh weg. Geh weg, Junge. Was treibst du dich hier herum? Hey Mann, bleib ruhig. Ich suche nur ein paar Pflanzen. Pflanzen also? Hast du was Feines da? Klar, ich habe ein paar Heilkräuter. Du hast nicht zufällig ein Stück gebratenes Fleisch dabei, oder? Nein. Schade. Naja, macht nichts. Dann muss ich wohl die Pflanzen essen. So, bevor ich jetzt noch weitermache, tue ich einmal dieses verdammte Fleisch braten. Das gibt's ja gar nicht. Alter, ist das peinlich, wenn ich nie gebratenes Fleisch dabei habe. So, wo ist hier ein Lagerfeuer? Kann ich hier kochen? Nee. Ist wieder mal kein Lagerfeuer dabei, Alter. Da ist ein Lagerfeuer. Endlich. Dann gehen wir zu Harek und schicken ihn zu Gamal zurück. Oder doch zu den... Schwierig. Zu den... Ne, der will doch gar nicht zu den... Will der zu den Rebellen? Ich habe Fleisch für dich. Super, danke Mann. Hier sind die Heilpflanzen. Wir würden ein gutes Team abgeben, du und ich. Ja. Wie kann ich hier Pflanzen finden? Ach, das ist ganz einfach. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Zum Beispiel? An den Berghängen. Wenn man ganz viel Glück hat, findet man manchmal sogar ein ganzes Feld von Pflanzen. Du siehst nicht aus wie ein Kräutersammler. Schon gut, Mann. Du hast recht. Ich bin Sklave. Ich hab's aus Kapdun rausgeschafft. Du hast mich gefunden. Aber kein Grund, irgendwas zu überstürzen. Ich bringe dich jetzt wieder zu deinem Besitzer, Gamal. Ach, scheiße, ey, Mann, bleib ganz ruhig. Ich bin nicht auf Ärger aus. Lass uns reden. Was hast du mir zu sagen? Ich komme aus dem Nest hier und es gibt bestimmt einiges, womit ich dir helfen kann. Also, willst du die paar lumpigen Goldstücke für meinen Kopf oder hilfst du mir, hier wegzukommen? Wo willst du denn hin? Bring mich nur am Dorf vorbei, zum Jäger Jens. Ich werde mich bei ihm eine Weile verstecken und kann mal wieder was Anständiges essen. Eine Hand wäscht die andere.
Ich mag ein Hasenfuß sein, aber ich bin recht wendig und agil. Wenn du mir hilfst, kann ich dir vielleicht etwas von meinen Fähigkeiten zeigen. Das ist natürlich die Frage, was ich jetzt machen werde. Lol, da ist eine Truhe. Zu schwer. Nein. Gut, die merken wir uns. Da oben, Berghänge, oder? Heilpflanzen irgendwie. Zuerst muss ich aber schlafen gehen. Soll ich den jetzt zu... Ich würde ja gerne in der Wüste dann nicht die Assassinen unterstützen, sondern die Nomaden. Weil das habe ich eigentlich noch nie so richtig gemacht. Wobei natürlich zuerst alle Quests bei den Assassinen machen, dann nach Ishtar, dann zu Zuben und so weiter und so fort. Aber dann quasi mit den Nomaden die Städte befreien. Ich glaube, ich bringe den jetzt einfach zu Jens, das ist mir irgendwie sympathisch. Ich bring dich weg. Gut. Eieiei. Aber der will mir auch was zeigen. Wenn ich jetzt Ruf bei den Rebellen bekomme, finde ich das ganz gut eigentlich. Hier sind keine Wölfe, das ist auch gut. Alter! Ich habe dir einen Gast mitgebracht. Harek muss eine Weile untertauchen. Ruf bei den Rebellen, okay. Er kann eine Weile bei mir bleiben. Okay. So, und jetzt will ich was von dir. Danke, Mann. Das werde ich dir nicht vergessen. Ich werde dich dran erinnern, wenn ich mal was von dir brauche. In Ordnung. Hier, nimm wenigstens diese Tränke. Du wirst sie brauchen. Drei Heiltränke. Akrobatik. 10. Nee, das ist mir zu teuer, Junge. Viel zu teuer. Zuerst einmal schlafen. Ich muss unbedingt schlafen. Und dann besorgen wir es den Viechern. Den hungrigen Wölfen. Ist ja auch ein Quest. Wobei, jetzt ist schon wieder Zeit für einen kleinen Cut, würde ich sagen. Also, für diese Folge, tschüss mit dir. Ciao.